Hallo und willkommen bei Frontal Filmwerke. Heute möchte ich mit euch über Tropenuniformen und Ausrüstung des Heeres reden. Darstellungen des Afrika-Korps sind unter Zweitweltkriegs-Reenaktoren als auch Interessierten sehr beliebt. Oftmals wird eben dieser Schauplatz des Krieges als sauberer Kriegsschauplatz angesehen oder als deutlich weniger kontroverser, unabhängig davon, dass er es eigentlich nicht ist. Deshalb möchte ich hier in diesem Video ganz deutlich über die wichtigsten Informationen zum Thema Darstellung von Afrika-Korps reden. Um es jetzt noch einmal ganz deutlich zu betonen, hier beziehe ich mich auf die Heeressoldaten des deutschen Afrika-Korps bzw. auf deren Tropenuniform und Ausrüstung. Also rede ich hier nicht über die Luftwaffenverbände, die Teil des Afrika-Korps waren oder die in Nordafrika Dienst hatten, als auch nicht über die Blitzjungs, die in Nordafrika waren. Also, wo fangen wir da an? Richtig, bei der Kopfbedeckung. Im Afrika-Korps wurde derselbe Stahlhelm getragen wie bei allen anderen Teilen der Wehrmacht auch. Heißt ganz normal M35, M40 Stahlhelme, dementsprechend halt sandtarnfarben lackiert, beziehungsweise dunkelgelb, wenn man es so nennen möchte. Ich glaube, es war nicht ganz dunkelgelb, es ist ein Beige-Ton, ein sandtarnfarben halt. Wobei natürlich nicht jeder Helm so lackiert wurde, es gab auch Fälle von Helmbezügen, die genutzt wurden. Wir sind allerdings noch nicht fertig bei den Helmen, denn es wurden genauso Tropenhelme beim Afrika-Korps verwendet. Wer hätte es gedacht? Und es wurden beim Heer spezifisch eigene Versionen genutzt, als auch Beute von anderen Nationen, sowie französische oder britische Tropenhelme. Dann gab es natürlich noch die normale Tropenkopfbedeckung, aka Feldmützen und Schiffchen. Zunächst wurde ein Schiffchen für die Männer des Afrika-Korps designt, welches allerdings bei den Heeressoldaten sehr unbeliebt war, weshalb es relativ schnell durch eine Tropenfeldmütze ersetzt wurde. Sowohl Schiffchen als auch Tropenfeldmütze hatten zunächst eine waffenfarbene Soutache. Diese wurde allerdings ab 1942 entfernt. Das wäre es soweit zu den Kopfbedeckungen. Als nächstes kommen natürlich die Feldblusen. Dazu hatte ich schon mal ein Video gemacht vor ein paar Jahren, allerdings hier nochmal kurz gefasst. Es gab zentral drei verschiedene Formen von Tropenblusen. Allerdings wurden nur die erste Version, die man geläufig als M40 Tropenbluse kennt, und die zweite Version, quasi eine M42 Tropenbluse, beim Afrika-Korps verwendet. Die dritte Version, einer M43 Feldbluse gleichend, kam nicht mehr nach Afrika und wurde nur an der Südfront verwendet. Diese Tropenblusen waren aus olivfarbenem Baumwollstoff. Für diese Tropenblusen gab es natürlich dann auch eigene Formen von Heereseffekten. Es gab eigene Einheitskragenspiegel und eine eigene Form von Brustadler. Ebenso wurde andersfarbiger Stoff als auch andersfarbige Tresse für die Rangabzeichen für Schulterklappen als auch Ärmelabzeichen verwendet. Es gab zur Tropenbluse in ihrem grünen Olivgrün, ihr wisst schon, welche Farbe ich meine. Die Bezeichnung ist auch nicht ganz korrekt technisch gesehen, aber es ist das bestpassendste zur Umschreibung, was ich habe. Auch noch ein passendes Hemd. Das war dementsprechend entweder langärmlich oder auch in manchen Fällen kurzärmlich. Dann gab es natürlich noch die Tropenfeldhose. Es gab eine kurze und eine lange Tropenhose, wobei die kurze nicht im Frontbereich getragen werden sollte. Zu den Tropenuniformen gab es auch noch ein eigenes Schuhwerk, was aus Schnürschuhen bestand. Dabei gab es auch zentral meines Wissens nach zwei unterschiedliche Formen, eine frühe lange Version der Schnürschuhe bzw. Schnürstiefel und klassische Schnürschuhe. Da es unerwarteterweise auch kalt werden kann in Nordafrika, wurden an die Männer des Afrika-Korps auch Tropenmäntel ausgegeben. Dieser Mantel war im selben Schnitt wie der reguläre M40-Mantel, bloß aus bräunlichem Wolltuch. Der ist übrigens nicht zu vertauschen mit dem Tropenkrattmantel. Jetzt kommen wir zum knackig wichtigen Teil der Ausrüstung. Für die Heerestropenuniform war Ausrüstung aus grünem Webmaterial gedacht, beziehungsweise olivfarben. Die eigentliche Farbe kann leicht variieren zu einem hellgrünen Ton, beziehungsweise es kann auch verblassen. Daher fasse ich das hier einmal mit grün zusammen. Das Koppelschloss wurde dabei ähnlich wie der Helm sandtarnfarben lackiert. Das heißt, die Koppeln, Y-Riemen, Spatenhüllen als auch Bajonettfrösche waren aus grünem Webmaterial. Allerdings gilt das nicht für Sachen wie Beriemung oder Schlaufen, als auch Packriemen und Zurriemen, die waren aus beigefarbenem Webmaterial. Wobei normale Ausrüstung aus beigefarbenem Material für die Luftwaffe ursprünglich vorgesehen war. Im späteren Verlauf des Krieges innerhalb Europas wurde aber natürlich auch beigefarbenes Webmaterial bei normalen Truppen verwendet. Oder bei Heerestruppen, ihr versteht schon. Allerdings wurde auch Lederequipment genutzt, vor allen Dingen früh beim Afrika-Korps, weil durch Versorgungsengpässe teilweise die Versorgungslieferungen mit den Webausrüstungsgegenständen nicht bei den Truppen ankamen.
Das heißt, man sieht auch ab und zu mal eine Lederkoppel oder einen Leder-Y-Riemen. Abgesehen von den Ausrüstungsgegenständen natürlich, die immer aus Leder waren, wie Patronentaschen oder MG-Werkzeugtaschen oder zum Teil auch Holster. Und das führt mich zu einem der kontroverseren Ausrüstungsgegenstände und ich kann nicht fassen, dass ich Feldflaschen jetzt kontrovers nenne. Aber für die, die es nicht wissen, nein, die Kokosnuss-Feldflasche wurde nicht in Afrika verwendet. Die ist für wärmere Regionen designt worden, allerdings hat die es nie nach Afrika geschafft. Da hat man die ganz normalen Feldflaschen mit Lederberiemung oder mit Webberiemung verwendet. Ich kenne Dutzende Aufnahmen aus dem Afrikakorps aus Nordafrika, die normale Feldflaschen bei den Soldaten zeigen. Und ich kenne nicht eine einzige Aufnahme mit Männern mit Kokosnussfeldflaschen. Das ist eher ein mediales Ding, was halt ziemlich nervig ist, weil du genau siehst, dass wenn jemand tatsächlich eine sagt, ja, das ist Standard, die gehört so, hat er sich nicht ausreichend informiert oder sich nicht mal ausreichend Originalfotos von Afrikakorps-Dullis mit Feldflaschen angesehen. Und das ist doch zumindest das Mindeste, wenn du das darstellen willst. Falls sie es wirklich nach Afrika geschafft hat, war sie dort jedenfalls nicht Standard und eher eine Seltenheit. Ich kenne, wie gesagt, keine Aufnahme, die das bestätigt und habe auch in keinem Sachbuch jemals dazu was gesehen, dass sie es geschafft haben soll. Ich kenne eher Bilder aus der Südostfront teilweise. Da wurde sie meines Wissens verwendet. Aber jetzt genug zu dieser kontroversen Feldflasche. Und ehe ich es vergesse, natürlich hat man auch die Gasmaskendose passend farblich an das Terrain angepasst, also in Sandtarnfarben lackiert. Und ehe ich es vergesse, nein, es gab auch keine sandtarnfarbene Zeltbahn fürs Afrikakorps. Das ist meistens eine zivile oder eine französische aus dem Zweiten Weltkrieg, die Unwissende halt, weil sie denken, oh, das würde farblich ja passen. Und ist ja irgendwo logisch eigentlich mit dazu. Nein, man hat regulär Splittertarn-Zeltbahn tatsächlich genommen. Es gibt Farbaufnahmen, wo man Planen sieht, die so aussehen. Also nicht deutlich, sondern einfach nur sandtarnfarbene Zelte oder halt eben etwas, was nach sandtarnfarbene Zeltbahn aussehen könnte, auf Distanz, meines Wissens nach. Aber nie ein Nachweis, dass es direkt dreiecksförmige M31 Zeltbahnen gab, die sandtarnfarben waren. Man munkelt eher, dass Splittertarnbraun eventuell fürs Afrikakorps oder zumindest für die Südfront gedacht war, weil man da auch nicht genau weiß, warum das existiert. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte früher mir mal ein Kollege, mit dem ich über DAK-Darstellung diskutiert hatte, tatsächlich was von einer Afrika-Zeltbahn in einem Soldbuch gezeigt. Allerdings finde ich das Bild aktuell nicht, deshalb. Wie gesagt, meines Wissens gab es keine dedizierte Afrika-Zeltbahn. Eventuell sollte später dann braun für diesen Bereich sein. Allerdings wurde nie eine sandtarnfarbene regulär an das Afrikakorps ausgegeben. Nun wird sich am Ende vielleicht noch einer wundern, ich habe deutlich erwähnt, dass die Uniform der Heeressoldaten als auch die Ausrüstung olivgrün waren bzw. olivfarben oder in einem Grünton. Nun, es gibt Aufnahmen und natürlich ganz viele Darstellungen, wo nun beige bzw. sandtarnfarben für die Uniform genutzt wurde. Tatsächlich waren aber regulär nur die Luftwaffenuniform halt in beige bzw. in einem sandtarnfarbenen Ton. In seltenen Fällen haben auch mal Heeressoldaten welche von diesen Uniformstücken bekommen, aber in den meisten Fällen, in denen man was beigefarbenes oder was helles bei einem Heeressoldaten sieht, ist es tatsächlich so, dass die Uniform stumpf ausgeblichen ist über Zeit. Das gilt zum Teil auch für Ausrüstung. Die Sonne in Nordafrika ballert mieser als die meisten es von uns sich vorstellen können und ich vermute, die wenigsten, die sich jetzt auch dieses Video ansehen werden, waren jemals in Nordafrika. Das ist dort sehr warm. Die Sonne ballert wirklich konstant, das heißt auch nach gewisser Zeit, dass Farben verblassen, vor allen Dingen, wenn es jetzt nicht zwingend der beste Farbstoff war. Die Italiener mit ihrem Telumimetico lassen übrigens grüßen. Die Uniform wird natürlich dann auch mal ab und zu gewaschen, weil du dich natürlich auch einfach abschwitzt in der Sonne. Dementsprechend kann es dazu führen, dass die Uniform nach und nach immer heller wird und dann irgendwann tatsächlich nahezu weiß bzw. beigefarbt ist. Das wären einmal von meiner Seite aus die wichtigsten Infos zum Thema Afrikakorps-Darstellung. Nun, ich verstehe, wenn es jetzt ein bisschen Verwirrung gibt oder die einen oder anderen sagen, hä, ich kenne das aber anders. Es ist nämlich leider so, dass gerade durch verschiedene Formen von Medien, sei es Bücher, Filme oder auch verdammt nochmal Custom-Lego-Figuren oder Modellbausätze oder so sonst was, halt eben ein verfälschtes Bild dargestellt wird, weil das gerade gern als Mischung aus teilweise grün und halt eben diesen beigefarbenen Luftwaffenuniform dargestellt wird oder gar die Heeressoldaten komplett mit beigefarbenen Luftwaffenuniform dargestellt werden. Ich guck dich an, Enlisted. Ich weiß, was du tust. Und das Problem ist, dass selbst bei dem üblichen 5 Minuten googeln, klar kann man das meiste rausfinden, wenn man mit den richtigen Wörtern sucht, aber immer noch ganz viel Verfälschtes dabei rauskommt.
Und in gewisser Form kann man manche Sachen entschuldigen, vor allem bei älteren Filmen, aber ich dachte mir mal, ich mache hierzu in gewisser Form passend zur Jahreszeit. Und weil ich irgendwie vor 2 Jahren schon mal was zu Tropenuniform gemacht habe, jetzt mal ein allgemeines Video zu dem Thema. Am Ende hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr was dazu hinzuzufügen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich mal irgendwas falsch lag oder ich etwas vergessen habe, schreibt es in die Kommentare. Falls ihr es noch nicht getan habt, liked und abonniert. Wir sehen uns im nächsten Video, Stream oder Community-Beitrag von Teil Filmwerke out. Tschüss.